zu hören. Ich kann mich. Super. Ich habe den Textanfang vergessen. Hassen Sie es auch so, wenn man Ihnen was diktiert? Oder wenn ein Trottel Ihren Namen buchstabiert? Hält man Sie für einfach und bescheiden? Na, können Sie das so wie ich nicht leiden? Kriegen Sie beim Zahnarzt jedes Mal denselben Schreck? Denn sobald Sie sitzen, sind die Schmerzen plötzlich weg. Haben Sie eine Gattin und den Kummer gleich dazu? Dann sagt sie ihr, wie ich das tue. Ich hab keine Lust. Dir in Urlaub zu gehen. Ich hab keine Lust, in deine Seele zu sehen. Denn in den Urlaub kriegst du mich nicht mit 10 Pferden. Und deine Seele kann mir ganz gestohlen werden. Ich hab keine Lust, dir dein Geschwätz zu verzeihen. Ich hab keine Lust, dein Schnuckiputzi zu sein. Und wenn du mit mir redest, mach es knapp. Und was noch besser wäre, gewöhn's dir ab. Doch sollte ihre Gattin sagen, ich schweig heute, dann glauben sie mir, sie tut das nicht aus Feigheit. Dann will sie irgendwas von ihnen kriegen und wird sich dann am Abend an sie schmiegen. Sie küsst sie auf die Stirn oder Glatze und streichelt sie an dem und jedem Platze. Und wenn sie dann zieht an ihre Brust, dann sagen sie, nein, ich hab keine Lust. Dieser Satz, ich hab keine Lust, ist heute Privileg. Damit gehen sie miesen Pflichten einfach aus dem Weg. Werden sie bei der Arbeit immer müde? Na, sagen sie, ich hab keine Lust und legen sich nieder. Oder das Finanzamt, das hält und hält nicht still, weil es sie zum Steuerzahlen überreden will. Manchmal ist es hartnäckig und gibt herum. Dann sagen sie dem Finanzamt, hören sie zu. Ich hab keine Lust, ich hab jetzt grad nichts im Bar. Ich hab keine Lust, ich zahle im folgenden Jahr. Denn erstens kostet Zahlenüberwindung und zweitens hab ich folgende Begründung. Ich hab keine Lust, ich geb das Geld nicht gern her. Ich hab keine Lust und es verdient sich so schwer. Vielleicht sagt das Finanzamt gar, ich brauch nicht. Denn schließlich zahle ich anderen Leuten auch nicht. Dann sollte das Finanzamt einen schicken und einen Kuckuck auf den Perserteppich picken. Na, dann lassen Sie dem Jüngling sein Vergnügen, denn vorläufig bleibt doch der Teppich liegen. Doch kommt am nächsten Tage dann ein Wagen, um Ihren schönen Teppich fortzutragen. Dann sagen Sie ganz eisig und bewusst, der Teppich bleibt, ich hab keine Lust. Kennen Sie den Blau, kennen Sie den Grün, beide liegen krank im Bett und schwitzen Aspirin. Kennen Sie den Braun, kennen Sie den Rot, beide hat der Schlag getroffen, beide sind sie tot. Ich an ihrer Stelle würde mich genieren, krank zu werden kann mir nicht passieren. Ich hab keine Lust, ich finde krank sein ist schlecht. Ich hab keine Lust, ich bin gesund wie ein Hecht. Und wenn ein Doktor mir sagt, ich bin sehr krank, dann schreie ich ihn nur an und dann ist er krank. Ich hab keine Lust, ein Kranker wird mich verstehen. Ich hab keine Lust, zu meinem Begräbnis zu gehen. Und wenn ich einen Schnupfen hab, wo Schreck, dann sage ich bloß, er ist nicht da, dann ist er weg. Doch sollte sich einmal in meinem Leben der Tod trotz alledem zu mir begeben und sagen, lieber Freund, sei nicht bekloppt, die Stunde schlägt, du musst jetzt mit mir kommen, dann sage ich, das wird mir eine Freude sein, aber sag, du musst das ausgerechnet Freund sein. Und ruf dann an, was zögerst du, du musst, dann sage ich, nein, ich hab keine Lust.